Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Biberfelde. Ja, ich habe gute Nachrichten. Ich hatte ja vor 2 Wochen berichtet, dass ich einen Verkehrsunfall hatte. Ich habe gestern Post bekommen, dass das Bußgeldverfahren gegen mich eingestellt wurde, weil gleichzeitig ein Bußgeldverfahren eröffnet wurde auf Verdacht aller Verkehrsordnungswidrigkeit, was sich natürlich nicht bestätigt hat, weil ich verkehrsmäßig korrekt zu dem Zeitpunkt gefahren bin, wie sonst meistens auch. Man fährt nicht immer hundertprozentig korrekt, ja. Aber zu dem Zeitpunkt bin ich ordentlich gefahren, wurde mich darauf getan, dass der Unfall nicht durch irgendwelche Einflussfaktoren, wie zum Beispiel zu schnell fahren, beeinflusst wurde. Ja, das ist schon mal das Gute. Das hat mich sehr gefreut, dass das schon mal eingestellt ist. So habe ich schon mal in der nächsten Folge, wenn ihr wollt, kann ich dazu gerne was erzählen. So, wir gucken mal, was hier los ist im Biberfelder. Ich werde das auch so machen, wenn die Brände hier zu groß außer Kontrolle geraten. Nehmen wir mal hier zum Beispiel. Hier fliegt die Gasleitung in die Luft. Hier brennt alles, hier. Und hier würde ich das per Debug eingrenzen, weil sonst A, die Framerate darunter leiden würde und B, das bis zu einer halben Stunde dauern kann, bis die Brände gelöscht sind. Und so lange gehen ja meist die Folgen. So. Was ist jetzt hier los? Warum bricht jetzt hier kein Einsatz ab? Können wir die Idee schon mal besetzen? Hier ist das CLF. AB Mampf. Ja. Ja, okay, dann kann der mal die 1 fahren, der mal die 2 fahren. Und der darf die 3 fahren. Damit die Streifen hier oben wenigstens ein bisschen Abwechslung haben und nicht immer die gleiche Route fahren. Hello, go. Zack. Haben wir noch einen Einsatz offen irgendwie? Nö. Machen wir mal ein zufälliges Feuer. Okay, irgendwie scheint es gerade zu backen. Gib mir mal einen Moment, ich mach mal eben. Ah, ich wollte gerade einen Schnitt machen. Ein PKW-Brand. Warum habe ich den hier eigentlich immer draußen stehen? Habe ich den immer? Ich vergesse den immer wieder beim Spielstand einzuparken. So, die können sich hier mal gemütlich ausrüsten. Wir warten ja auf die Polizei, die schon verfolgt wird. Oh, neben der Feuerwehr brennt. Ja, okay. Wir rücken aus. Sehr langer Einsatzweg natürlich. So, ihr dürft aber absitzen. Zunächst mal dürft ihr gerne Wasser verordnen. Höre. Auf dem Weg. Was gibt's? Bin unterwegs. Hier ist ein Block. Ja? Da dürft ihr einfach mal aktivieren. Sofort. Okay, dann halt keine Eis. Schon unterwegs. Alles klar. So, die kommt gleich. Was haben wir denn hier? Klar, die ist da.
schon unterwegs. Also nicht das war. So. Oh oh, häusliche Gewalt. Das kann sein, wenn das wieder ein Amokläufer ist, dass ich den ausdebunken muss, weil der für mich sehr starke Performance-Anbrüche sorgt. Ich glaube, da geht er gerade. So, Amok. Ja, soweit er soll er hier ein Auto zerschießt, seht ihr an meinem Mauszeiger, dass das sehr performance-fressend ist. Jetzt seht ihr, der rennt nur noch so langsam. Deshalb muss ich den hier einmal debuggen. Oder? Ich glaube, da geht er gerade. Irgendwo fällt hier der Trödelwagen rum. Ah, da steht er. Bei uns hießen die Wagen damals noch Klingelwagen. Wie heißen die denn bei euch damals? Oder hießen die damals? Bei uns waren die unter Klingelwagen bekannt. Klingelgeld. Also nichts, dass ich gegen die Leute irgendwas habe. Aber so waren die Wagen damals bei uns bekannt. Auf dem Weg. Höre. So, da ist der eine. Komm, fangen wir hier an. Der ist auch bewaffnet. Ihr seid so schlau, auf eure eigenen Kollegen zu schießen. Auf! Mann! Darf ich den Rettungswagen rausalarmieren? Gute Bauchschmerzen. Bin jetzt glaube ich schon fertig, die Brandbekämpfung von eingeleitet. So, einmal nicht was einfahren. Akkus Bauchschmerzen. Auf der RTW einmal ausschalten. So, einmal. Was gibt's? Bestätige. So. Dann aber alle bitte einrücken. Ein Herzen. Warte mal. Du Bauchschmerzen, Herzinfarkt. Wir können mit zwei RTWs ausrücken. Hier ist vielleicht halt nicht noch ein Herzinfarkt im Gebäude. Zusammen, wie sieht das hier aus? Hier könnte man auch zusammen. Ist in Arbeit. Höre, auf dem Weg, habe verstanden.
hier durch. Schon unterwegs. Hier einmal zusammen parken. Ja, da steht da wieder. Was steht denn da drauf? Schrott. Ich glaube einmal auf Russisch steht da noch drauf, auf Griechisch und auf... Das weiß ich nicht ganz. Ja? Auf dem Weg. Ja, da kommt schon ein Apfelwagen noch rein. Hier dürften wir. So, so parken. Ja? Was gibt's? Bin unterwegs. Das ist beides lebensbedrohlich. Also. Was gibt's? Wo ist der Herzinfarkt? Der liegt. Also, los geht's. Die beide auch noch nebeneinander. Was haben Sie denn beide für ein Pech? Los geht's. Die haben aber beide wirklich einen guten Tag. Hoffentlich kommt es wenigstens aufs gleiche Krankenhaus und ins gleiche Zimmer, wenn sie schon so ein Pech haben. Okay, ich glaube, da können wir gleich einmal die Polizei gebrauchen. Höre. Was gibt's? Ist in Arbeit. Eine Ernte ist schon da anrufen. Der Doc steht für die Polizei bereit. Schon unterwegs. Die Notärztin macht hier mal eine kurze Übergabe. Auf dem Weg. Können Sie in der Doc gleich weiterfahren? Was gibt's? Wird ausgeführt. Auf dem Weg. Höre, auf dem Weg. So, dann haben Sie dann hier auch eine kurze Übergabe. Die können wir versuchen, wenn es geht, ein bisschen mehr so zu fahren. Dann stehen sie nicht auf dem Weg. Hier ein. Ja. Schon unterwegs. So, dann geht hier einmal zu der Notärztin und veranstaltet mal eine Übergabe. So, höre, dass ihr einmal einen Bestatter braucht. Ey, mein NEF fährt gerade ohne Fahrer. Oder ohne Fahrerin. So. Und einordnen. Höre, bin unterwegs. Oder hier muss die Polizei so lange bleiben, bis der Bestatter vor Ort ist. So, wie sieht's hier mit unserem Amok aus? Im Prinzip könnt ihr den hier einmal abgeben. Ja?
Ja? Ihr beide nehmt euch hier mal einen Notfallrucksack aus dem RTW. Ist in Arbeit. Ihr verartet eure Kollegen hier mal. Was da gibt's? Geheilt. Dann könnt ihr so eine normale Streife weiterfahren. Ja? So, einmal bitte einrücken. Ihr dürft einmal wieder aufsitzen. Die drei wählen. So, dann wünsche ich euch eine schöne Weiterfahrt. Wir waren eben auf dem Bestatter. So, jo. Dann machen die hier mal eben eine kurze Übergabe und die Polizei kann den Tatort verlassen. Tatort ist es ja nicht, die Einsatzstelle. Tatort wäre nur, wenn was passiert wäre. So, dann könnt ihr wieder anrücken und auf Wiedersehen. So, ruhig der Bestatter einmal ein. Hier. Höre. Hier ist alles weg, dann könnt ihr schon wieder einrücken. Oder er kann einrücken. Hier steht glaube ich nicht Stadtwerke Biberfelde, oder? Was steht da? Oh, wo hat's, doch da. Ganz kleines Login gemacht. Und hier nochmal mit dem Biber. Das irgendwie das, der Biber ist irgendwie auf keiner, auf keinem Fahrzeug drauf, was ich ein bisschen schade finde. Nur das Logo hier für Biberfelder, aber der Biber selber nirgendwo irgendwo drauf. Schade. Aber man kann ja nicht alles haben. Finde ich ja jetzt nicht so schlimm aus als kleine Gimmick. Ah, da hinten fährt er irgendwo rum. So, dann warten wir mal, bis der nächste Einsatz kommt. Ah, ihr seid echt zu doof zum Fahren, oder? So, einmal. Ja, okay, wenn ihr wahrscheinlich jetzt keinen Einsatz mehr reinkommt.
Dann hoffe ich mal, dass euch die Folge gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Sage bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.